Ja, ein Gruß an die Nachrichten. Herzlichen Dank. Für die Wetterexperten geht heute übrigens genau heute der Sommer los. Und zu den Unwetterfolgen, die es ja auch wieder gegeben hat, dann mehr gleich hier bei uns in der Sendung. Willkommen erstmal zu Brisant heute am Freitag. Ja, prominent schauen wir auch schon mal voraus heute bei uns. Unter anderem er, Robbie Williams, der sich als Amor versucht hat und seine Kupplerqualitäten unter Beweis gestellt hat. Ist eine sehr hübsche Geschichte, verraten wir. Und dann haben wir noch Ralf Siegel, wie der musikalisch die WM aufmischen will mit seiner Neuauflage von Chinggis Khan. Hat echte Partyqualitäten, der Song. Auch das zeigen wir Ihnen heute in der Sendung. Aber erst einmal sonst der Tag jetzt. So sieht ein Polizist aus. Da ist er, weiß doch jedes Kind. Stimmt auch, wenn unser Polizist hier echt ist. Den darf man gern reinlassen, wenn er klingelt. Das stimmt nämlich in diesem Fall. Aber das Problem ist, und davor warnt die Polizei nun gerade inzwischen, in mehreren Bundesländern zunehmend sind Betrüger unterwegs, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben und damit zum Teil tatsächlich riesige Beträge ergaunern. Nicht überall, wo Polizei draufsteht, ist nämlich auch Polizei drin. Zwei Bilder und ein Tag. Die Wetterextreme, die begleiten uns weiter durch diese Woche. Gefühlt ist ja schon seit vielen Wochen Sommer, aber tatsächlich beginnt der meteorologische Sommeranfang genau heute. Die Wetterexperten, die rechnen nämlich immer in glatten Monaten, so erklärt sich das. Aber ein reiner Sommerbericht kann es heute eben doch wieder nicht werden, bei aller Freude über Sonne und Wärme. Denn das Wetterchaos, das bleibt auch und die Schäden dadurch. Ja, möglicherweise begleiten die uns dann schon morgen wieder durch die Sendung. Die gute Nachricht zu diesem Bild hier vorweg, es laufen derzeit keine Löwen, Tiger oder Bären durch die Eifel. Das war nämlich die beängstigende Vorstellung heute, nachdem nämlich die Nachricht kam, die Tiere wären alle plötzlich weg, ausgebrochen. Und dann begannen sehr aufregende Stunden heute in Rheinland-Pfalz mit einer Überraschung. Die kam dann aber erst zum Nachmittag. Also heute Nachmittag hat sich dann doch noch alles aufgeklärt in diesem Fall. Darum geht es jetzt, wenn Helfer um Hilfe rufen, dann läuft ja eigentlich etwas falsch, oder? Vor allem, wenn es Ersthelfer sind, also die, die zu Unfällen kommen oder zu Leuten nach Hause, die in Not sind. Wenn die dann angegriffen werden, bepöbelt und an ihrer Arbeit gehindert, dann stimmt doch was nicht. Und Berichte von Helfern in Not häufen sich aktuell. So, bei dem nächsten Bild, da juckt es einem schon beim Zusehen. Folgendes Schild kann man derzeit an Kliniken in Köln immer wieder finden. Haben Sie hohes Fieber, dann bitte nehmen Sie doch den Nebeneingang. Grund ist die Masernwelle in Nordrhein-Westfalen. Impfe ich mein Kind oder nicht? Das ist ja durchaus so ein Streitthema. Gerade bei Masern gibt es viele Eltern, die sagen, nein, wir impfen lieber nicht. Und diese Impfgegner sind für Büros, für Schulen und für Krankenhäuser inzwischen ein Riesenproblem. Denn da leeren sich die Reihen, weil sich die Eltern bei den Kindern anstecken und dann geht es immer so weiter. Deshalb bleibt es weiter eine spannende Frage. Impfen oder nicht? Mehr zu dem großen Thema auch auf unserer brisant.de-Seite. Können Sie gern noch mal nachschauen. Wir haben weitere Nachrichten jetzt in Dresden. Da mehren sich die Vorwürfe gegen einen Kinderbetreuer. Der Mann habe eben nicht so gehandelt, wie es der Beruf erwarten lässt. Die Vorwürfe erheben Eltern und nun hat die Stadt darauf reagiert. So, wir haben hier ein bisschen aufgefahren. Gewissensfrage. Wie voll ist eigentlich Ihr Kleiderschrank? Glauben Sie, Sie könnten hier so mit 14 Kleidungsstücken, das sind nämlich genau 14, auskommen? Also ich würde ja spontan unter Kleiderdiät leiden, gebe ich zu. Und ich habe auch mal Männer bei uns in der Redaktion gefragt und die sagen auch, also nee, 14, das ist dann doch ein bisschen zu wenig. Aber jetzt kommen zwei Frauen, die haben ein Buch geschrieben, gegen den Überfluss im Kleiderschrank sozusagen. Und die sagen also, so eine Stange hier mit 14 Kleidungsstücken, das reicht durchaus. Man muss es eben nur richtig machen und richtig kombinieren. Also ich bin jetzt selbst gespannt wie ein Flitzebogen, wie das funktionieren soll. Wird der Satz, ich habe nichts anzuziehen, womöglich aussterben. Ich bin gespannt. So, wir verraten jetzt, was die Prominenz heute macht. Ralf Siegel unter anderem, wie der uns einstimmen will auf die WM. Dann haben wir Heidi Klum, warum die heute einen super Tag hat. Und die Fans der Berliner Band Seed sind schockiert. Warum, auch dazu jetzt mehr. Ja, ohne ihn hätten wir vermutlich nie erfahren, was Augenbling-Bling ist. Sie wissen vielleicht nicht Bescheid, jetzt gleich schon. Deine Augen machen Bling, Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling, Bling und alles ist vergessen. Ich lieg im Dreck.
Ja, die Band da oben, die wird inzwischen immer größer und sie wird erweitert um einen, der viel zu früh gegangen ist, ein Sänger der Band Seed. Eigentlich wollte Seed nächstes Jahr auf ganz große Tour gehen. Die Ticketnachfrage, die war beim Vorverkauf schon so riesig, dass die Server einfach zusammengebrochen sind. Aber jetzt fehlt einer, der Herz und Beat der Band war. Wärmen wir uns ein bisschen auf an ihr. Bei ihr könnte es denn gerade nicht besser laufen. Heidi Klum hat zum einen Geburtstag und kann heute 45 Kerzen auspusten. Braucht man schon ein bisschen Luft. Und noch dazu ist sie ja gerade dicke verknallt. Und die Signale sagen, das ist jetzt inzwischen wirklich was Ernstes. Selbst die Schwiegereltern sind inzwischen eingeweiht. Nur einer ist angeblich gerade nicht so begeistert, Ex-Mann Ziel. Aber gut, Heidi macht's clever, genießen und die Sorgen einfach wegknutschen. Da werden noch einige Küsse fallen. Und wo wir gerade bei der Liebe sind, gestatten, das hier, das ist Amor. Also gut, den meisten eher bekannt als Robbie Williams. Aber der Mann hat auch Kuppler-Qualitäten, das hat er jetzt bewiesen. Also wenn es mit dem Singen nicht mehr klappt, also wir würden uns freuen über eine Neuauflage von Wer soll denn jetzt dein Herzblatt sein, deine Susi? Na komm, das muss er doch jetzt eigentlich machen. Also die Frau, die jetzt kommt, die ist schon lange vergeben, ziemlich lässig und weltberühmt und lässt keine gute Party aus. Bleiben wir doch noch ein bisschen beim Thema Musik. Ralf Siegel kommt nämlich jetzt. Der will unbedingt wieder nach ganz oben. Diesmal nicht Eurovision Song Contest, gut, das hatte er ja schon, sondern Fußball-WM. Er hat nämlich einen WM-Song geschrieben, den man, und das ist der große Vorteil, auch wenn man nicht mehr so ganz bierfest ist, noch mitgrölen kann. Und Sie werden ihn kennen. Genau, also warm getanzt sind wir schon mal eingeschunkelt auf den Freitagabend. Wir wünschen Ihnen einen schönen, freuen uns auf morgen, brisant dann 17:10 Uhr. Einen schönen Abend von uns. Tschüss.